Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho. Herzlich willkommen in Mappino, in City Skylines. Ja, jetzt haben wir genug Ins und hast nicht gesehen. Ich musste eben ganz schnell was machen. Ich habe jetzt eigentlich hier ein bisschen warten wollen, bis der mal wieder ein bisschen verändert. Hatte das jetzt auch eine Weile auf Turbo laufen, hat nichts genutzt. Aber ich musste dann jetzt unbedingt ein paar Wasserdinger hinzufügen. Das habe ich gemacht, aber eben nur Wasser besorgen, und ich habe das Budget mal auf 120% erhöht. Das sollte dann auch ein bisschen helfen. Und ansonsten habe ich quasi zugeguckt. Jetzt fährt er rückwärts, ich will nicht rückwärts fahren. Rückwärts gefällt mir nicht. Na gut, dann gehen wir raus. So raus nicht, nein, so raus reicht. Okay. Was ist denn das für einer? Der ist ja auch lustig. Und ein einzelner Waggon. Na toll, das ist eine Straßenbahn, wa? Okay. So. Ja gut, wenn wir jetzt dieses Problem haben, dass wir halt hier nicht viel haben. Wie könnte ich... Obwohl... Ich könnte hier eigentlich auch mal noch ein paar Häuser hinzufügen. Da ist ja Platz. Gib mir mal Tankstelle. Und Geschäft und Geschäft und hier machen wir Geschäfte und dort noch eins, so reicht. Und dann machen wir hier kleine Häuser hin. So. Da war ja noch eine Tankstelle. Naja, muss ja nicht überall eine Tankstelle hin. Okay. Dann machen wir das hier nämlich ein bisschen anders, ein bisschen groß, ein bisschen kleiner. Dann ist das doch auch ganz nett, denke ich. Das sieht schon lustig aus, ne? Die ganze Reihe mit diesen Häusern. Hallo, was passiert? Ich bin weggeschubst worden. Ich wollte mal die Häuser angucken. Aha. Das wird jetzt gerade vergrößert. Und zwar in... dasselbe Haus mit einem Blumentopf davor. Und dafür rüstet ihr das Haus ein, um einen Blumentopf davor zu stellen. Naja, herzlichen Glückwunsch an die Gerüstbauer. Oh, mehrere VW Bullis. Die verdienen bei sowas natürlich ganz gut Kohle, ne? Okay. Ja, das reicht offensichtlich. Industrie fordern sie auch nicht wirklich. Also jetzt ist das hier alles ziemlich ruhig. Was ich... hätte ich eben schon machen können. Habe ich vergessen. Nee. Ja. Und zwar... Nee. So. Jetzt haben wir da aber. Den. Aha. Kriege ich den richtig schön eng? Ja. So ist fein. Und so, und dann brauchen wir nämlich noch ein Gebäude abreißen. Super, gefällt mir. Und einmal die Ampeln raus, Prioritäten hinsetzen, passt. So. Dass die dabei so... Hey, warum bist du weg? So, alles... Ach so, der hat aus einem großen mehrere kleine gemacht. Das ist ein blöder Hund. Na gut. Aber dann können wir nämlich dort entsprechend weiterbauen. Und hier machen wir dann hier und hier raus, würde ich meinen. Jetzt fordert er wieder... Ist er deppert? Wieso fordert denn der jetzt Industrie? Na okay, soll er kriegen. Habe ich gesagt, ja. Sollten sie vielleicht auch dann anschließend... Ah, machen wir ruhig so. So, direkt aber, damit ich es nicht vergesse. Tschüss. Und Listo. So wie ich jetzt zum Beispiel vergessen habe, mein Timer anzumachen. Ne? So, jetzt läuft er. Und hier mache ich jetzt das gleiche. Na? Das machen wir direkt mal so. Na, komm schon. Und
Yes, und oh, da geht's hier aber dann ordentlich bergab, so wie es ausschaut. Nur jetzt sind noch in Grenzen. Warum hat denn der denn hier so ein Berg hingemacht, der Komiker? Naja, ist halt so. Wird er mir sowieso nicht verraten, warum er sowas macht. Dann machen wir das nämlich. Ach so. Verstehe. Ja. So. Da komme ich aber dann her. So, das ergibt Sinn. Okay, das heißt hier müsste ich quasi, damit ich den tunneln kann, zack. Tunnelt er den jetzt ordentlich? Zeig mal. Sieht so aus. Gibt's da Ampeln? Hey, ich kann nicht nachgucken. Ja? Weiß ich nicht. Versuchen wir es mal. Na guck, da war doch eine Stelle. Das geht. Gut, gut, gut. Ist das bescheuert. Herrlich. So. Also die Einfahrt, die gefällt mir sogar. Das sieht ganz nett aus. Wie so zwei Augen, die einen anstarren. Finde ich lustig. Okay. Und mit denen müssen wir dann jetzt so und... Was irgendwie so gar keinen Sinn ergibt. Machen wir mal so. Und sechsspurig dort. Alter Schwede, was staut sich das bisschen? Das verstehe ich nicht. Habt ihr sowas auch schon mal beobachtet? Habe ich da wirklich jetzt in der Map Mist gemacht oder... Ihr müsst da hinten, da gucke ich jetzt gerade hin. Hier stoppt der. Aber es sieht nicht so aus, als wären dahinter noch Züge. Also muss hier beim Map-Ausgang irgendwo ein Fehler sein, habe ich das Gefühl. Oder die Züge dahinter werden mir nicht mal angezeigt. Müsste ich mal in die Map nochmal reingucken. Das ist das Problem, weil sowas kann man nicht testen. Man kann es halt nur während des Spiels sieht man es dann. Das macht mich dann nicht immer ganz glücklich. Ach so. Sollte ich vielleicht auch schon mal wegmachen. Dis und dis. So. Prioritäten. Prioritäten und Feierabend ist. So, dann hätten wir das nämlich schon mal und können uns quasi hier noch mit Industrie weiter ausbauen. Mit Zeit an den Frachthafen kriege. Den will ich... Ich glaube, das würde hier aber auch zu eng werden, oder? Außerdem hier so ein Touristenhafen und da oben ein Frachthafen wäre doch viel interessanter. Ich will das Ding da oben kaufen. Zeig mal her. Geht natürlich noch nicht. So, jetzt war ich dann hier beschäftigt. Die kriegen jetzt hier erstmal eine Menge Industrie. Da wollen sie hoffentlich auch wieder eine Menge Leute. Ne, da kann ich noch, warte mal, Straße, kleine Straße, weil, Einbahnstraße, so, dann machen wir das so, und so, und so, und so, da ist die Ausfahrt, hier machen wir eine Ausfahrt. Und hier habe ich jetzt Ausfahrt? Ja. Und hier machen wir eine Einfahrt. So. Darf ich? So, hier ist keine Ampel, okay. Hier ist keine Ampel. Hier ist eine Ampel. Brauchen wir nicht. Weg damit. So, dann
Haben wir da noch eine? Und weg damit. So, aber schön gucken, wohin ihr fahrt. Das ist notwendig. So. Das staut sich echt komplett bis da runter. So viele Züge. Das ist ein Hammer. Also zwei Bahnhöfe und die Jungs, die sind völlig überfordert. Das ist Hammer. Was machen die denn, wenn ich jetzt hier... Ach so, das ist ja der... Genau. So. Ja, theoretisch gesehen, nicht? Wenn ich den jetzt hier mitnehme. Dankeschön. Und, machen wir so. Das war zu weit, oder? Nee, das geht. So, dann haben wir nämlich jetzt hier doch eine Ampel. Die wir mal so machen müssen. Okay, warum hier nicht? Weil hier wird ja so reingefahren. Dann brauchen die das nicht. So, jetzt knallen wir da nämlich nochmal Industrie hin. Aber erstmal kriegen die das und das und da oben kriegen sie was mehr und das kriegen sie noch und das. Und das soll reichen. Dann machen wir das mal hiermit und hiermit und so. Was war das denn? Junge, das war jetzt aber merkwürdig. So, mach dies auch noch. Nee, ist ja Blödsinn, ne? Kann ich doch von dort an. Ja. Ist doch so korrekt. Und den Rest können wir pinseln und dann ist gut. So. Die Seite halt mit Absicht noch nicht. Und hier. So, mal gucken, was daraus wird. Na klar, wir brauchen auch irgendwie ein bisschen Normalindustrie. Und nicht eine reine Holzindustrie, weil wir müssen ja diverse andere Produkte auch noch produzieren. Und dann geht das wohl. Es fordern eben mehr Industrie. Entschuldigt mal, Leute, wie wäre es, wenn ihr mal mehr Leute fordert? Das wäre cool. Das wäre so richtig cool. Das können wir eventuell fördern. Und zwar, indem wir U-Bahn vielleicht endlich mal setzen. Oh, wow, 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 wow. Also die U-Bahn, die muss ich dann drei tief setzen, mindestens. Oder vier am besten, ganz runter. Dass ich da nicht durcheinander komme. Jetzt brauche ich erstmal Standard-U-Bahn. Ist das die Standard? Ne, das ist die Standard. Okay, die setzen wir als erstes. Und dann kann ich mit dem Benutzerdefinierten anfangen. Das heißt... die setze ich jetzt mal nach dort. So. Dann kommt die. Die setze ich in den Shopping Plaza. Da ist er. Und zwar, wo setze ich die denn hin? Ich glaube, hier wäre schön, aber das geht nicht, weil zu klein. Hier geht aber. Naja, auf der Querstraße hätte ich das jetzt mal lieber gehabt. Aber da ist... Oh doch, hier geht. Haha. Super. Weil, ja. Hier und hier sind halt auch Zebrascheiben, das ist auch gut. Aber ich finde, das sieht so ganz gut aus. Können wir hier... Nee, was Kleineres. Was noch? Wow. Wow. Was noch viel Kleineres. Was ganz Kleines. Die sind alle viel zu groß. Ah, ich wüsste eventuell einen. Den da. Zup. Passt.
So, dann können die Leute sich nämlich... Scheiße, den ich hätte hier ranrücken können. Aber so geht ja auch. Weil da setzen sich die Leute dann hin und machen eine Pause. Wann ist hier ein Auflauf? Alter Schwede. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir noch ein paar nette U-Bahn-Verteilungen machen. So, die hier. Das sind ja auch so moderne Dinger. Die kommen jetzt mal auch hier im Bereich vom Shopping Plaza rein. Ja, das geht nämlich wegen der Tunnelung schon nicht. Da haben wir nämlich schon die Probleme. Aber... Ach, hier... Hier haut das hin. Das ist doch jetzt merkwürdig. Warum haut das hier hin? Ich sehe ganz dicke Probleme auf mich zukommen. Ganz dicke Probleme. Dann hauen wir den jetzt hier auf der Ecke. Ja. Wo ist das ein Chaos hier? So, dann würde ich aber... Hier ist er auch noch. Das ist alles hier. Nee, das ist doch gar keiner. Das ist doch schon wieder Bürogebiet, ne? So, hier. Und hier. So. Das ist jetzt der Shopping Plaza. Und der wird jetzt mit den Wohngebieten verbunden. Okay. Will er aber nicht. Da ist aber gut. Das ist sehr gut. Das gefällt. Hier ist eine Menge los. Okay. Dann, ja, setzen wir hier. Und hier weiter gucken. Das ist doch ein Bahnhof. Da ist so ein Ding doch eigentlich immer ganz gut aufgehoben. Schon wieder fast zu weit weg. Warum kann ich den denn nicht hierhin machen? Weil ich da irgendeinen Blödsinn stehen habe. Richtig? Aber das ginge. Dazu. Okay. Dann, na? Okay, jetzt sind jetzt zwei Meter flöten gegangen. Das war so nicht gedacht. Und dort. Dann hätten wir das nämlich schon mal verbunden. So. Mal gucken, ob wir ganz schlau sein können. Ich mache jetzt mal... Ups. So. Okay, tiefste Ecke. Und den ziehe ich nämlich jetzt hier direkt untere Straße her. Ja. Bitte mal damit. So. Und, ah, okay. Da werde ich mir dann was einfallen lassen müssen. So. Weil dann wissen wir nämlich, wo die U-Bahn hergeht. So, dann können wir die hiermit nämlich ganz wunderbar verbinden. Und wenn ich den hier weiterziehe... Na komm schon. Ja, das geht, das geht, das ist sehr gut. Ziehe ich jetzt erstmal bis hier hin. Ach so, nein. Jetzt weiß ich, warum das nicht so geht, wie ich das gerne hätte. Ich muss ja hier... Das heißt, wir machen das jetzt mal, oder wir versuchen das jetzt mal, ganz schlau zu machen. Ob wir das dann wirklich ganz schlau tun, ist eine ganz andere Geschichte. Den ziehen wir hier lang.
So. Aber bis dahin geht das noch. So. Und hier lang. Also ich versuche irgendwie jetzt hier Straße entlang zu gehen. Und hier. Dann wird er hiermit verbunden. Muss hier runtergezogen werden. Oh jo, das wird jetzt ganz lustig. Das wird so bescheuert. Das wird herrlich. So. Okay. Ziehen den. So, wenn wir nämlich jetzt die U-Bahn einfach mal der Straße entlang ziehen. Dann sollten wir das aber tatsächlich auch hier so machen. Ja. So, weil den konnten wir jetzt nicht enger verbinden. Da muss das hier... Ich weiß nicht, ist das schlau? Weil eigentlich müsste ich ja den... Wieso geht das? Ehrlich? Weg, 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 weg. So. Ist der jetzt drauf? Ja, ist drauf. Okay, und... Ach, deswegen geht das. Weil... nee, Gefälle zu steil. Hier ist, aber ich bin ja blöde. Ich brauche doch den eigentlich nur nach dorthin verrutschen. So. Ja, dachte ich mir. Mach mal wieder so. Er reißt den ab und genau. Dann kannst du hier vernünftige Häuser einbauen. So, U-Bahn. Weil, jetzt sollte das doch hinhauen. Naja, so nicht. Aber so halt. Und dann hat er hier seine Kreuzung. Okay. Und hier läuft das dann so. Das sollte gehen. So. Und die hier, die ziehen wir... Einfach unter der Straße, nur deswegen, damit ich weiß, wo sie sind. Weil sonst verliere ich ja komplett den Überblick. Ich habe den so schon fast nicht mehr. So. Und so. Passt, wunderbar. Okay, und das hier machen wir jetzt einfach mal... ein bisschen kleiner. So, so und so. Und hier machen wir das gleiche, weil die haben ja die Angewohnheit auch ganz gerne mal dorthin zu fahren. Oh, 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 oh. Nein, geht nicht. Hätte ich auch direkt unter Schienen hersetzen können, ne? Wäre auch lustig gewesen. Ja, okay. So, und jetzt können wir nämlich die U-Bahn-Tunnel einfach alle anschließen. Ist der dran, ne? Ist er nicht. Du Nadel. Stimmt, ich muss ja auch direkt zusehen, dass ich so schnell wie möglich tiefer komme. Komme ich aber nicht. Na gut. So. Geht. Okay. Der guckt jetzt nicht. Ja, schwierig. Da ist er immer noch nicht tief genug, aber bis dort würde er dann gehen. Das heißt... Nein. 20 Minuten rum. Dann mach halt so. Nee, ernsthaft jetzt? Was soll der Blödsinn? Ach, komm.
Wenn ich den direkt mache, dann geht er. Wenn nicht, dann nicht. Leck mir an den Bobbes. Ehrlich. Komm her. Ja, das ist doch, das, ganz ehrlich. Das ist doch Käse. So. Und den? Aha. Ja, ja. Ort ist belegt. Aber ich bin jetzt ganz unten. Jo. Hier würde gehen. Ey, willst du mich denn veräppeln? Jetzt mal ernsthaft? Offensichtlich. Komm. Mach halt so. Das ist sowieso das ganze Chaos hier. Okay. Einmal. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu steil. Ort ist belegt. Ach komm schon. Ernsthaft? Ah. Der macht hier nur Blödsinn. Und wir haben schon wieder 26 Minuten rum. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Komm mal her. Mach dich halt noch da. Mal gucken, ob das geht. So. Und Tunnel. Nee, das kann nicht funktionieren. Ey, Moment. Willst du mich veräppeln? Alter. Das ist eigentlich das gleiche in grün. Aber hier geht. Naja, so sagt er. Ernsthaft? Ist mir Latte. Das, was du gerade mit mir machst, ist doch so scheiße, ehrlich. Komm her. Pass auf, jetzt sagt er wieder, ist zu steil. Nicht? Ja, dann ran da. Passt. Nächste. Schwierig. Oder? Nö, geht. Sehr fein. So. Aber jetzt ist der Ort belegt. Alter. Ärger mich nicht. Komm her. Ah ja, nee. Ja, du bist doch echt mal total Banane, oder? So. Mach halt zu. Und mach halt, Gefälle zu steilen, nee, ist klar. Hm. Ich glaub dir das doch sofort. Mal ganz ehrlich. Hier geht. Bitteschön. Nimm ihn ran. So. Okay. Ja. Das wird auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Weil das ist total Banane. Gut, dass ich so nicht oberirdisch baue. Gut, dass ich das nicht tue. Da würde mich jeder für erschlagen. Da bin ich ja jetzt echt mal glücklich. So, mach ihn da dran. Mach ihn. Ja. So. Ach, das ist ja interessant. Hier geht's schon wieder. Und geht auch. Ja gut. Das ist ja das, ist das ein Chaos. Alter Schwede. Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Da fällt mir ein. Ja, das ist, dass ich vielleicht ab und zu, so wie hier, auch mal nach hier gehen sollte. So. Na, wer blickt hier noch durch? Ich nicht.
Ehrlich nicht. Gott, ist das ein Käse. Was mache ich hier für ein Blödsinn? Na gut. Jetzt muss ich da durch. So und so. Ja, weil er mich wieder... Ach, den können wir eigentlich... Nee. Geht das schon? So geht, okay. Der wird hier rangeführt. Der wird natürlich hier rangeführt. Ist Gefälle zu steil. Ja, ist schon klar. Und der geht jetzt hier ran. Das ist jetzt un... Also hier mit der U-Bahn total Banane. Auf jeden Fall. Aber sowas von. Hier komme ich nirgendwo hin, weil überall das Gefälle zu steil ist. Auch lustig. Aber ich glaube, an der Ecke ist es... Blödsinn, das Ganze so zu machen. Da kann ich mir auch das Ding direkt nehmen. Und direkt anschließen. So. Und wenn ich jetzt noch einen rüberkriegen sollte, dann kann ich das wohl tun. Jo. Jo. Das geht. Das heißt, quasi so. Dann kann sie nämlich auch umfahren werden. Und alles ist gut. Und wir haben über eine halbe Stunde mittlerweile rum. Alter Schwede. Wie sieht das denn jetzt mal aus, wenn ich, sagen wir mal, von... Da. Von hier nach hier nach... Bis dahin funktioniert es noch. Und jetzt wird's kriminell, weil ich hier noch gar keine habe. Nee, das ist doch Blödsinn. Aha. Dann wäre das doch so viel interessanter, glaube ich. Dann fährt er da wieder raus. Ergibt auch keinen Sinn. So. Aha. Aber der fährt halt nur so stückchenweise wieder raus. Immer nur so ganz kleine Stückchen und das ist okay. So. So. Na, hier wird er jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Naja. Das ist jetzt mal so die erste... Nee. Wenn, dann geht er... Wo fährt denn der dann jetzt lang? Hm, na ja, Tommy, das wird dir wohl nicht so gefallen, denke ich mal. Aber es ist zumindest jetzt... es ist zumindest erstmal eine. So. Und die sollte hoffentlich hier auch dafür sorgen, dass am Shopping Plaza dann ein wenig mehr los ist, weil die Leute einfach besser hierher kommen. Und dann soll das wohl gehen. Aber die Folge war jetzt wirklich extrem lang. Seid nicht böse, ich mache hier Feierabend. Ich habe 13 Minuten, 14 eigentlich überzogen. Wir hören uns in der nächsten Folge in Mappino und ich guck mal, dass ich dann wieder normale Folgen mache. Das geht nicht, das kann ich mir nicht leisten bei dem Upload. Okay, mein Lieben, bis dahin, ich wünsche euch was. Lasst einen Daumen hoch da, bye bye.